Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Heute mal ein sehr kurzes Video. Das liegt nicht daran, dass ich mit dem eigentlichen Video nicht rechtzeitig fertig werde oder so. Nein, nee, liegt wirklich daran. Und ich dachte, als ich damit angefangen habe, jo, ja, kriege ich in drei, vier Tagen bestimmt hin. Ja, jetzt ist das über eine Woche her und ich habe immer noch kein Video. Aber ich dachte mir jetzt, bevor ich noch ein paar weitere Tage daran rummache, kümmere ich mich erstmal darum, dass ich überhaupt wieder ein bisschen Content auf meinen Channel bekomme. Und dann kommen wir auch schon direkt zum Thema vom Video, denn Content ist ein gutes Stichwort. Ich bin gerade das erste Mal seit über einem Jahr wieder in der Position, genug Content bzw. Content-Idee zu haben, um meinen Channel gut weiterfüllen zu können. Das Problem ist nur, dass dieser Content sehr variiert. Also, ihr habt es ja gemerkt, dass ja jetzt ziemlich viel nicht-Gaming-related Content kam, beziehungsweise nicht Minecraft. Und ich muss sagen, die kam übelst gut an. Also, irgendwie jedes Video war irgendwie in meinem Dashboard Platz 1. Also, man hat ja immer so eine Statistik, wie gut das Video im Vergleich zu vorherigen Videos ankam. Was mich auch gewundert hat, ist, dass das Video zu dem Videolicht so gut ankam. Tatsächlich wäre dieses Video fast gar nicht online gekommen, weil ich, als ich angefangen habe, das Video zu schneiden, gedacht habe, das ist zu wenig unterhaltsam. Umso glücklicher bin ich, dass ich es doch getan habe. Das Ding ist, ich habe übelst die Entscheidungsprobleme. Also wirklich, ich habe so krasse Entscheidungsprobleme generell in meinem Leben. Zum Beispiel für eine Bestellung, wo ich eigentlich schon weiß, was ich mir holen will, brauche ich trotzdem über eine Stunde, um die Scheißbestellung abzuschließen, damit ich im Endeffekt dann auch zufrieden bin. Weil es gibt dann ja so viele Auswahlmöglichkeiten und so. Und das spiegelt sich ein bisschen auf meinem Channel wieder. Geil, Leute, meine Kamera ist überhitzt. Wir machen jetzt einfach so weiter mit dem Streaming-Overlay. Dann überhitzt sie nicht, weil die dann über einen PC angeschlossen ist. Aber was ich wirklich gemerkt habe, gerade bei dem OBS-Video und auch gerade bei diesen, bei der Challenge-Ankündigung, habe ich gemerkt, dass mir das auch so richtig Bock macht. So ganz kurz, knappe Videos, die aber so richtig krank geschnitten sind. Also wo man so richtig und dann dein Premiere einfach 50 Mal beim Schneiden abkackt. So dass sich Premiere beim Exportieren einfach aufhängt, weil es zu aufwendig ist. Sowas hat mir halt auch übelst Bock gemacht. Umso mehr hat es mich auch verwundert, dass das letzte Video, also dieses Minecraft-Video, so gar nicht abgegangen ist. Also ich habe Zuspruch bekommen, so von wegen, ja Mann, Minecraft, Alter, let's go, Minecraft darf nicht vernachlässigt werden, ja. Aber das tatsächlich, das erste Gaming-Video seit Ewigkeiten, ist halt auch direkt nicht so krank angekommen wie die anderen Videos. Das Problem ist aber, ich würde gern so weiter solche Tests machen, von wegen Lichter und so, aber ich habe halt kein Geld. Und in meiner Größe irgendwie an Testgeräte ranzukommen, die man dann natürlich dann wieder zurückschickt, ist ein bisschen schwer. Und das Ding ist, ich habe auch viel Minecraft-Content gerade, den ich machen könnte. Aber ich weiß nicht, ob ich 3 bis 4 Minecraft-Videos hintereinander rausballern will. Generell diese Challenge-Videos, das OBS-Video und das Licht-Video waren so spontane Videos, wo ich mir so dachte, ja, kannst du mal machen. Und ja, Leute, also wie gesagt, ich weiß einfach nicht, was für ein Channel ich sein will. Und ich habe es ja schon ziemlich oft gesagt. Klar, ich habe sehr lange ziemlich viel Gaming-Content gemacht. Aber wirklich was anderes zocken außer Crash und Minecraft tue ich eigentlich auch nicht. Und in der Zeit, wo auf meinem Kanal eigentlich so gar nichts kam, also so gar kein Content vor ein paar Monaten, habe ich auch gar nicht gezockt. Also ja, und was ist das Ende von der Geschichte? Lange geht das Video nicht.